So, und da sind wir wieder bei Plants vs. Zombies und der Typ, Dave hieß er, glaube ich, weiß, was seine Schwäche ist, also vom Boss. Ich glaube, das ist jetzt der Bosskampf. You have to hit him in the pancreas. No, that was a different guy. You have to, kick him in the, you have to press up, down, down, left, wait, I remember, it's... Okay. He was taken. Was passiert? Ich weiß, dass ich den Bosskampf einmal richtig verkackt habe. Den stellen wir hier hinten hin. Wie geil. Die Musik ist gerade, die feiere ich. Feier das gerade. Geil, Alter. So, warte mal. Der kommt hier hin. Ich hebe mir mal eine Jalapeno auf. Was heißt, eigentlich müsste ich sie sogar einsetzen, weil ich habe gar keine andere Wahl. So. Die ist kaputt. Okay, ich muss also immer, ich muss mir also immer die Jalapenos aufheben. Ich sollte mir die Jalapenos aufheben. Aber manchmal kann man eben nicht anders. Man muss sie auch mal einsetzen. So wie hier jetzt. Hier würde ich gerne die Melonen hinsetzen, genau. So, du kannst mal das ein bisschen einfrieren. Boah, ich feiere die Musik gerade. WTF. Eimer, Zombie, Jalapeno muss da bleiben. Flowerpot. Ja. So, du kriegst noch ein bisschen Damage von mir. Hier muss der hin. What? What? Ja, ist klar. Na egal. Gehen wir so hin. Ja. Müssen wir uns aufheben. Alter, epischer Bosskampf. Okay, ja mal. Jalapeno und Ice Shroom. Es kommt natürlich drauf an, was jetzt kommt. Okay, das ist immer unterschiedlich. So. Ist gleich noch eine von mir reinbekommen, mein Freund. Sind wir eigentlich recht gut geschützt? Okay. Ja, nehmt halt meine Pflanzen weg. Macht's halt. Ich will über diese Melonen Pflanzen haben. Ich brauch was. Schnell. Okay. Easy. Easy. Hier muss noch einer hin. Haben wir noch irgendwo Garbage? Joa, haben wir. Arschkrampen von Zombies, Alter. Die können in die erste Reihe. So. Aber eigentlich läuft es ganz gut. Ich bin immer noch zufrieden. Also ich habe mit dem Bosskampf schon einmal gemacht und
Ich habe ihn wesentlich schlimmer in Erinnerung. So, weg ist sie. Weg ist sie. Komm, haut alles drauf, was habt? Dampft doch schon, also der ist gleich weg. Ich sehe das. Ich sehe das schon vor mir. Ja, what the fuck? Lass mich halt alles dahin pflanzen. Arschkrampe, Alter. Noch einer. Ach, Jalapeno, Jalapeno. Was? Was? Dead. Das war's. No! The Zombies ate your brains. Das zweite Mal in diesem Let's Play. Aber es ist auch gleich vorbei. Deswegen, wir versuchen es nochmal. Alles in einem Part jetzt. Ja. Tschüss. Tschüssi, Dave. Dave, du hast mir sowieso noch nie gefehlt. Lalala, ich weiß nicht, was ich singe. So. Geht wieder. Ich hätte gerne Cola hier. Können wir halt nochmal die epische Musik genießen? Also, finde ich sowieso geil. Aber ihr habt so ungefähr gesehen, mit was man die bekämpfen sollte. Das lassen wir auch nochmal drin. Einen Eisschwung können wir mal benutzen. Flowerpots sollte man sich auch mal ein paar aufheben, falls er mal wieder mit Wohnwagen wirft. Das kann ja auch mal passieren. Hier muss einer hin. In die Reihe machen wir die meisten Dinger. Ich glaube, ich habe so einen Plan. So einen kleinen Plan. So, wir haben alles. Ice Shroom, Jalapeno, was du willst. Alles in dein Gesicht. Hört sich auch falsch an. So, hier kommt auch ein Eimer. Zombie. So, den Eisschwung lassen wir. Die Jalapeno lassen wir. Müssen wir, ja. Den Eisschwung können wir natürlich einsetzen. Das können wir hier einsetzen. Den lassen wir nochmal drin. Den setzen wir. Ich will eigentlich nicht weiter als hier so gehen. Die Jalapeno können wir einsetzen. Hier so. Ja. Schieß doch, wenn du dich traust. Ja. Und, so. Denn? Ach, der kam ja schon ewig nicht mehr. So, den müssen wir mal drin lassen. So, den hat er auch. Lol. Ah, das ist natürlich jetzt mega ungünstig. Den haben wir down. Ja, ist ja klar. Ist ja so klar. Kriegen wir bitte eine Eisblume? Nein? Tja. Muss man so machen, ne?
Aber die macht nichts Besonderes, selbst wenn sie durchrollt, also. Von daher. Aber der macht was, wenn er durchrollen sollte. Da brauchen wir immer zwei Dinger. Das ist gut zu wissen. So. Hier muss wieder das hin. Hier muss wieder das. Dankeschön. Kannst du nicht einfach mal meinen Vorgarten ruhen lassen, beziehungsweise mein Dach? Ich habe halt Pflanzen auf dem Dach. Gewöhn dich dran. So. Ich hätte gerne noch eine Jalapeno. Jalapeno, Jalapeno, Jalapeno. Ich mag das Wort. Merkt ihr das? So, da ist sie gehen. So, noch ein Flower Pot hier. Was willst du denn damit, ha? Und was wird das jetzt? Scheiß Typ, Alter. Okay, da kommt gleich noch einer oder wie oder was? Smash. Macht er erstmal instant. Oh, wie mich solche Zombies ankotzen, Alter. Jetzt brauche ich natürlich. Jetzt muss ich erstmal wieder sammeln. Die Jalapeno müssen wir lassen. Aber man weiß ja nicht, was kommt. Die beiden müssen wir da lassen. Das setzen wir gegen dich ein. Hier können wir. Das kann doch gar nichts machen. Blumentopf. Das ist. Oh, das war ja knapp. Den habe ich ja gar nicht gesehen da hinten. Der WTF. Okay, okay. Alles cool. Ich kann dir gerade leider nichts entgegenfeuern, weil ich nichts gegen dich habe. Bald bist du kaputt. Ich sehe das. Ich sehe das. Er hat sogar schon Löcher in den Schuhen. Cool. geil. Die werden ja auch abgeschossen. Ja gut, da brauchen wir uns jetzt nicht drum zu kümmern. Ach, um dich kümmern wir uns. Kannst aber Gift draufnehmen. So, dem kümmern wir uns. Ja, da kommst du persönlich runter, wa? Okay. Defense ist eigentlich noch ganz gut. Wir haben eigentlich alle Pflanzen soweit noch da. Das ist schon mal ganz schön unfair, dass der einfach mal so einen Wohnwagen wirft. Von wem hat er den überhaupt? Hier müsste noch einer hin. Aber ganz dringend. Also da kann immer kommen, was will, aber so eine Defense-Line muss immer da sein, irgendwie. Vor allem bei diesen Jump-Zombies. Ich gehe mir so auf den Piss. So. Okay, das muss... Also hier vorne, die vier Reihen sollten eigentlich immer da sein. Fick. Fick die
Wand an. Ganz ehrlich. Das ist richtig scheiße. What, ist er down? Ist er down? Ist er down? So laut. Ernsthaft? Wie geil. Haben wir es geschafft? Silver Sunflower Trophy. Congratulations. You have most triumphantly fended off the zombie attack. Your lawn is safe for now. Okay, you win. No more eating brains for us. We just want to make a music video with you. Sincerely, the zombies. Okay. Ich finde das, ich kenne das ja schon, das ist so geil. Hört einfach ein bisschen zu. So, das war Plants vs. Zombies und es hat mir so verdammt viel Spaß gemacht. Wow. Nein, es war echt ein voll geiles, also es ist ein endgeiles Projekt. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es jetzt waren, es waren aber auf jeden Fall einige. Und ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt, wenn ihr jetzt noch zuschaut. Es war ein super Projekt, es hat mir, wie gesagt, super viel Spaß gemacht. Und was kommt denn noch so in der Art von Plants vs. Zombies, ist ein Titel für sich. Plants vs. Zombies 2 könnte ich noch spielen. Das könnte ich eventuell irgendwann nochmal machen. Mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, was ich jetzt mal abgeschlossen habe. Was ich wirklich abgeschlossen habe. Und das ist, war mir eigentlich sehr wichtig. Als nächstes kommt Rogue Legacy. Rogue Legacy kann ich jetzt wieder besser spielen, weil ich jetzt endlich einen Controller habe. Yay! Kommt also auch demnächst. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch aufnehme. Kann gut sein, dass ich heute noch aufnehme. Aber mal gucken. Plants vs. Zombies habe ich jetzt auf jeden Fall am Stück durch aufgenommen und ich bin froh, dass ich es jetzt durch habe, weil allein wegen diesem Ende lohnt sich Plants vs. Zombies einfach durchzuspielen. Es ist einfach, ich weiß auch nicht. Adventure complete. More minigames, puzzle and survival modes have been unlocked. Wir könnten so viel noch spielen. Vielleicht mache ich
hänge ich noch eine Runde dran, wo ich noch mal ein paar Minispiele zeige. Vielleicht aber auch nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht mal Special zwischendurch oder so. Keine Ahnung. Wird man sehen. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Zu entwässern nochmal den Zen-Garten hier. So. Ach, das hat sich jetzt gar nicht gelohnt, ne? Das hat sich jetzt gar nicht gelohnt. Werden die jetzt nochmal wässrig? Wässrig. Ja, die werden nochmal wässrig. Wir warten einfach mal kurz ab, ob die nochmal wachsen. Schauen wir mal. Musik hier ist auch schon im Zen-Garten. So. Ja, jetzt wollen die nochmal fertilized werden. So. Okay. Die sind noch ein bisschen gewachsen. Werden aber demnächst auch noch weiter wachsen. Weiß ich nicht, können wir noch welche anpflanzen? Hat er da was da für uns? Into Wintermelons. Wintermelons do heavy damage and slow groups of zombies. Kernel pulls to turn them into cop cannons. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also dieses Spiel ist so crazy. Was wollte ich noch sagen? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.